Wart ihr schon mal verliebt? So richtig. So sehr, dass es euch innerlich zerrissen hat, wenn ihr selbst nur für einen Tag von eurem Schwarm getrennt wart. Dann könnte es sein, dass euer leicht obsessives Verhalten euch zu einem Stalker entwickelt. Oder vielleicht seid ihr auch einfach nur wie gebannt von eurem Liebling gewesen. Verfalle im Wahnsinn. Ich bin in sie vernarrt. So vollkommen vernarrt. Und es ist schon nicht mehr gesund. Eigentlich war es sogar weit davon entfernt. Sobald sie weg war, dachte ich jede Sekunde an sie. Manchmal saß ich einfach auf der Couch und starrte mein Handy an, auf eine SMS von ihr wartend. Ständig sagte ich mir, schreib sie nicht an, tu's nicht, das kommt viel zu aufdringlich rüber. Aber dann ertappte ich mich doch immer wieder dabei, wie ich in meiner Kontaktliste auf ihren Namen klickte, während meine innere Stimme auf mich einredete. Du willst sie nicht wissen lassen, wie unglaublich verknallt du in sie bist. Es ist unattraktiv und du wirst sie davon jagen. Nein, dieses Mal musst du wirklich warten, bis sie dich anruft. Aber es war anstrengend und qualvoll. Beinahe unerträglich. Einmal hatte ich gehört, dass die alten Griechen glaubten, sich auf so irrationale Weise so stark in jemanden zu verlieben, sei ein Fluch, den man nur seinen größten Feinden wünscht. Ich verstand nie, was sie damit meinten. Ist es heutzutage nicht eher das ultimative Ziel, sich Hals über Kopf so zu verlieben? Aber jetzt, da das mit mir passiert, muss ich sagen, die alten Griechen hatten recht. Es ist ein Fluch. Ich kann mich kaum noch kontrollieren. Es war fast, als wäre ich von meiner Vernarrtheit in sie regelrecht besessen. Wir beide waren zwar schon im Bett gelandet, befanden uns aber immer noch in der Ausgehphase. Nun waren wir an dem entscheidenden Punkt einer jeden aufblühenden Beziehung angekommen. Entweder würden wir uns nach einem tiefen Gespräch für eine feste Beziehung entscheiden oder uns langsam auseinanderleben. Mit letzterem würde ich wahrscheinlich nicht klarkommen. Ehrlich gesagt bin ich mir sicher, dass ich das einfach nicht könnte. Fast alles an ihr bezaubert mich. Die Art, wie sie beim Lachen die Hand vor den Mund hält. Wie sie über den Anhänger ihrer Halskette streicht, wenn sie Angst hat. Wie sie sich eine Haarsträhne um den Finger wickelt, wenn sie aufgeregt ist. All das. Ihr Geruch, ihr Lächeln, ihre Augen. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich wird dir beim Lesen schon schlecht. Ich fühle mich genauso. Eigentlich war ich noch nie einer dieser hoffnungslosen Romantiker gewesen. Aber jetzt kann ich nicht mehr aufhören zu fantasieren. Ich erinnerte mich an die dreistündige Fahrradtour hoch zu dem Berg bei einem unserer ersten Dates, auf welchen man eine wundervolle Aussicht hat. An unseren ersten Kuss. Während wir hinab auf die glitzernden Lichter der Stadt blickten. Doch diesmal würde ich vor ihr knien, einen Ring herausholen und nun, du weißt, was als nächstes passiert. Okay, schon gut, ich höre auf. Es stimmt, ich gehe mit diesem Mädchen erst seit ein paar Monaten aus. Eigentlich sollte ich noch nicht einmal über einen Antrag nachdenken, ich weiß das, aber ich kann mich wirklich nicht länger unter Kontrolle halten. Es fühlt sich beinahe an, als hätte ich keine Macht über meine eigenen Entscheidungen mehr. Und das ist der Grund, wieso ich hier sitze und dies alles erzähle. Es begann mit der ersten und einzigen Sache, die mich an ihr wirklich störte. Sie blieb niemals über Nacht. Egal wie lang sie bei mir war. Sobald einer von uns auch nur erste Anzeichen von Müdigkeit zeigte, ging sie. Aber sie verschwand nie so, dass es komisch rüberkam oder dass es so wirkte, als wäre sie sauer auf mich. Sie gab mir einfach einen Gute-Nacht-Kuss, ein Lächeln und ein Ruf mich bald an. Die ersten Male bemerkte ich es gar nicht. Aber nach fast 8 Wochen, in denen wir nun regelmäßig zusammen waren, wurde es merkwürdig. Ich musste sie danach fragen. Es brauchte fast eine ganze Flasche Wein, mir genug Mut anzutrinken. Sie wirkte ertappt, als ich sie danach fragte und hielt beschämt den Blick gesenkt. Ich wusste, dass wir dieses Gespräch irgendwann einmal würden führen müssen, fing sie an.
Dann atmete sie tief ein und langsam wieder aus. Seit kurzem... Sie machte eine kurze Pause. ...habe ich damit angefangen, im Schlaf zu reden. Peinlich berührt schüttelte sie den Kopf. Es wird als Somniloquie bezeichnet. Ich hab's gegoogelt. Ich lachte lauter auf und zuckte mit den Schultern. Meine gesamte Körperhaltung sagte ihr, das ist alles. Sie lachte jedoch nicht. Nein, Steffen, hör mir zu. Es ist schlimm. Es ist komplett außer Kontrolle. Das sind nicht nur zufällige Worte oder irgendwelches Gebrabbel. Nein, es ist furchtbar. Ich sage furchtbare, widerliche Dinge. Ihre Stimme wurde immer höher. Sie atmete schneller und Tränen traten in ihre Augen. Sofort kam ich ihr näher und umarmte sie fest, sagte ihr, dass es gar nicht so schlimm sein kann. Ich sagte ihr, dass wir die Nacht miteinander verbringen werden und dass sie wahrscheinlich übertreibt. Ich lag falsch. In dieser Nacht blieb sie bei mir zu Hause. Bevor sie jedoch einschlief, warnte sie mich. Was auch immer du tust, weck mich nicht auf. Wenn das passiert, bin ich vollkommen desorientiert und verängstigt. Und antworte mir niemals, ignoriere es einfach. Ich nickte und stimmte ihr zu. Wenn es dir zu viel werden sollte, dann verlass den Raum und schlaf bitte auf der Couch. Es ist okay. Ich sagte ihr, sie solle sich keine Sorgen machen, dass es kein Problem für mich sei. Ich sagte ihr, ich würde nicht auf der Couch übernachten und stattdessen bei ihr im Bett bleiben. Aber ich lag falsch. Am Ende hielt ich nicht mal eine Nacht durch. Wir beide schliefen ohne Zwischenfälle ein. Ich weiß nicht, wie viele Stunden bereits vergangen waren, aber ich wurde von dem starken Gefühl geweckt, dass mich etwas in der Dunkelheit des Raumes beobachtete. Und dann erinnerte ich mich. Sie war bei mir. Wir verbrachten die Nacht zusammen. Ich lächelte. Aber dann bemerkte ich ihre dunkle Silhouette, neben mir im Bett sitzend. Sie schaute mich an. Starrte mich an. Es jagte mir einen Schreck ein, das gebe ich zu. Ihre Haltung wirkte anders, fast als wäre es nicht einmal sie selbst. Dann begann sie zu sprechen. Es war nicht ihre Stimme, die ich da hörte. Sie war deutlich tiefer und harscher. Als wäre sie einem Horrorfilm entsprungen. Ich werde dir die Haut von den Knochen nagen. Ich erstarrte. Zuerst blickte ich sie einfach nur an. Das war überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte. Ich dachte, es wäre so etwas wie Tourette. Zufällige Beleidigungen und Geschrei. Ehrlich gesagt, machte ich mir darüber Gedanken, was ich wohl tun würde, sollte sie mich jetzt angreifen. Was... wenn sie wirklich versuchen würde, die Haut von meinen Knochen zu nagen. Aber dann legte sie sich wieder hin und schlief ruhig weiter. Ich war total fertig. Ich versuchte mich ebenfalls hinzulegen und sie zu ignorieren, aber es gelang mir nicht. Es gelang mir ja noch nicht einmal, die Augen zu schließen, ohne dass mir ein Gedanke in den Kopf schoss. Vielleicht setzte sie sich wieder auf und starrt mich an. Und dann rollte ich mich herum, um sie anzusehen. Und sie tat es wirklich. Ihr Gesicht war direkt gegen meines gepresst. Ihr Atem roch faul und verwest. Irgendetwas stimmte definitiv nicht mit ihr. Dann sprach sie erneut, wieder in der gleichen Stimme wie zuvor. Wenn du nicht auf die Couch ziehst, wirst du die Nacht nicht überleben. Das war zu viel für mich. Innerhalb von Sekunden stand ich auf und machte mich auf den Weg ins Wohnzimmer. Sie gab ein pfeifendes Geräusch von sich, als sie ging. Ich glaube, es sollte so etwas wie Lachen darstellen. Ich lag auf der Couch, aber würde ziemlich sicher in dieser Nacht kein Auge mehr zumachen. Dazu war ich viel zu verstört. In der Hoffnung, bald ein paar erste Sonnenstrahlen zu sehen, starrte ich aus dem Fenster. Und dann dachte ich, ich hätte etwas gehört. Es kam aus dem Schlafzimmer. Ich spitzte die Ohren. Und dann hörte ich es erneut. Steffen! Es war die gleiche tiefe, knarrende Stimme. Es klang beinahe wie eine Hexe. Zuerst versuchte ich es einfach zu ignorieren, aber es hörte nicht auf. Steffen!
Wieder sagte ich nichts. Ich weiß, dass du mich hören kannst, Stephen. Du bist wach? Warum kommst du nicht zurück ins Schlafzimmer? Es hörte sich nicht einmal mehr menschlich an. Oder vielleicht wäre es dir lieber, wenn ich zu dir komme? Ich blieb still. Sie sagte mir, ich solle ihr nicht antworten. Aber ich hörte weiter zu. Ohne Scheiß hätte ich gehört, wie sie aufgestanden und auf die Tür zugegangen wäre, wäre ich ohne Umschweife aus der Wohnung gerannt. Sie hatte mich gebeten, nicht auf ihr Gerede im Schlaf zu reagieren, also tat ich das auch nicht. Dann sprach sie erneut. Es tut mir leid, dass das deine Pläne zunichte macht. Du wolltest doch, dass ihr beide diesen Weg geht. Ich war nicht im Ansatz auf das vorbereitet, was sie nun sagen würde. Ihr würdet beide so müde sein, wenn ihr oben ankommt. Würdet auf die Stadt hinabblicken. Und dann würdest du vorher auf die Knie gehen und den Ring hervorholen. Sie brach in Gelächter aus. Und dann begriff ich endlich, dass das Problem nicht ihr Gerede im Schlaf war. Es war weit mehr etwas Unnatürliches. Noch nie hatte ich jemandem von meinem Tagtraum erzählt, ihr einen Antrag zu machen. Es war gar nicht möglich, dass sie irgendetwas davon wusste. Hier ging es um Besessenheit. Ich kann nicht zurück ins Schlafzimmer gehen. Ich will mir nicht einmal ausmalen, was passieren würde, wenn ich dies tat. Stattdessen würde ich einfach hier im Wohnzimmer liegen bleiben, bis die Sonne aufgeht. Noch habe ich ein paar Stunden vor mir. Ab und an kann ich sie im Schlafzimmer lachen hören. Es ist noch immer nicht ihre Stimme. Dieses dunkle, widerliche Gegacker. Aber während ich nun auf der Couch sitze und dies hier schreibe, wird mir klar, was mir wirklich am meisten Angst macht. Vielleicht war meine Vernarrtheit und meine regelrechte Besessenheit von ihr wirklich nicht normal. Zuvor schon hatte ich erwähnt, dass ich das Gefühl hatte, die Kontrolle zu verlieren. Da war aber weit mehr dran als bloße schnulzige Verliebtheit. Nein, ich befürchte, dass diese Schwärmerei mich bald vollkommen einnimmt. Sie hat Macht über meine Gedanken, Sorgen, Ambitionen und Ängste. Vielleicht würde sie von diesem Etwas befreit werden, wenn es mich ganz in Anspruch genommen hat. Ich weiß, dass ich gehen sollte, dass ich die Haustür öffnen und ins Auto einsteigen sollte, um so weit wie möglich von hier wegzukommen. Aber ich kann es nicht. Ich kann sie nicht verlassen. Eigentlich habe ich schon die Kontrolle verloren. Ich bin in sie vernarrt. So vollkommen vernarrt. So, so. Somniloquie also. Was würdet ihr tun, wenn plötzlich jemand durch eure Wohnung oder Haus Schlaf wandelt, der sich dann über eure innersten Gedanken lustig macht und droht, euch zu verstümmeln? Ich für meinen Teil hätte mich weinend in meinen Schrank eingesperrt. Mit einem Daumen nach oben könnt ihr einer Somniloquie entgegenwirken und ihr sollt auch nicht vernarrt von mir sein, aber abonnieren könnt ihr sehr gerne und unterstützen auf Patreon, das hilft ungemein. Bis zum nächsten Mal, Fertoninis.